Entschuldigung, oh Gott, da habe ich gerade gerülpst. Das ist mir nun unangenehm. Das würde ich gerne rückgängig machen, aber man kann die Zeit nicht zurückdrehen. Ich kann die Zeit, ich wünschte. If I could turn back time, din, din, if I could find a way. Hat schon Cher gesagt, aber ich kann es nicht. Ich kann auch nicht die Zeit zurückdrehen. Dann würde ich diesen Rülpser gerne ungeschehen machen. Adam ist in der Leitung. Oder Adam. Hi, Adam. Hallo Adam, du klingst so, als hättest du gerade eine riesen Latte und liegst auf einem Satinbettlaken. Oh, ganz ehrlich, ich habe gerade mit dir synchron gerülpst. Wirklich? Mhm, gutes Zeichen, oder? Vielleicht können wir dann bei Olympia, bei der nächsten Olympiade mitmachen, bei Synchronrülpsing. Vielleicht so mit schnuckeligen Badekäppchen und dann wird halt gerülpst im Kreis. Aber synchron. Ja, ich bin schon beworben. Wirklich? Ich bin schon beworben. Ja, aber die haben, die Anforderungen sind halt so hoch. Dann mit diesen 20 Rülpsern pro Minute, ey, das ist Ausdauertraining ja. Total. 20 RPM. Ich bin auch schon mal in Frankfurt im Bahnhofsviertel gewesen. Ich bin mal vom Frankfurter Hauptbahnhof zu diesem Main Tower gelaufen, als ich die Late Line da live gemacht habe letztes Jahr. Alter Schwede, das ist wirklich ein Gang nach Cabanossi, da dieser Weg gewesen, weil das war ganz schön, ich fühlte mich unsicher, gerade als Frau. Gerade als Frau. Ja. Es sind sehr nette Leute da. Die haben eine Fassade und sobald du die einmal zärtlich berührst, geben sie diese Fassade ab und werden zu den besten Samtsten, wie nennt man das? Ja, wie Per Steinbrück. Der Steinbrück-Effekt eigentlich. Man muss ihm Zeit geben und irgendwann so nach 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahren ist er ein ganz kuschelweicher Schmusebär. Genau, und im ungefähr gleichen Zeitraum passiert das hier auch mit den Leuten, die man dann auf der Straße vorfindet, eigentlich zu jeder Uhrzeit. Bist du im Rotlichtmilieu tätig oder warum arbeitest du oder wohnst du im Frankfurter Bahnhofsviertel? Ich wohne nicht in einer Puffstraße, sondern so zwei Straßen weiter und habe hier einen schönen Ausblick in der Skyline und oben im 5. Stock bekomme ich überhaupt nichts von dem ganzen Gesocks da unten mit, von dem ich mich dann immer distanziere, wenn ich da durchgehe. Ich gehe dann immer mit einem Schutz raus und weißt du, in diesen Plastikbällen, kennst du die, wo man so die Straße runterrollt? Sorbingbälle. Genau, ja. Damit ich mir da bloß nichts weghole von den ganzen netten Leuten, kann die ja eigentlich nett sind. Genau, aber hier oben, hier mache ich dann meine eigene Party und die Miete ist halt angemessen. Das ist okay. Ja, ich habe ja auch mal eine Zeit lang in Frankfurt gewohnt. Jetzt aus der Reihe persönliche Geschichten des Radiomoderators. Ich habe mal bei HR3 gearbeitet, habe da die Morgenshow moderiert in Anführungsstrichen und auch gearbeitet in Anführungsstrichen. Am Dornbusch, oder? Am Dornbusch? Oder im Main Tower? Nee, HR3 ist ein Radiosender, der ist in Frankfurt in der Bertramstraße, beim Hessischen Rundfunk. Bertramstraße, achso, okay. Sehr guter Radiosender, war eine ganz tolle Zeit, achso, Dornbusch, ich kriege hier gerade mitgeteilt von unserer Redaktion, die übrigens in Frankfurt sitzt, also die Late-Line-Zentrale ist in Frankfurt, dass der Stadtteil wohl tatsächlich Dornbusch heißt. Ah, siehst du ja. Ja, und das war, da habe ich auch in Frankfurt gewohnt und habe das nur dazu, ich habe Frankfurt als ich habe immer gedacht, es ist eine Verbrecherstadt. Irgendwie. Ja, die Verbrecher sitzen ja hier in den Wolkenkratzern, ne? Das zum einen und zum anderen eben, also ich habe immer gedacht, es ist so eine wahnsinnig unseriöse, halbseidene Stadt, Frankfurt. Ganz komisch, das vom Gefühl. Statistisch zu begründen ist das, weil die ganzen Straftaten im Luftverkehr auf den Flughafen zählen, der wiederum ja ein eigener Stadtteil von Frankfurt ist. Und so reden wir uns Frankfurter damit raus, dass das alles manipuliert ist und alles nur ein großer Fake ist. Genau, das habe ich nämlich auch mal gelesen. Die Kriminalitätsstatistik ist relativ eindeutig, dass Frankfurt da ganz weit oben mitspielt, ne? Ja, das tut es angeblich. Aber wir halten das nur für ein großes Gerücht. Hm. Interessant. Ja. Ich habe sehr lange gebraucht, bis ich einen Stream gefunden habe, der funktioniert hat. Der ist gleich bei 103.7 unser Ding, wo die immer dieses unser betonen und ich weiß bis heute nicht warum. Moment, und dann du hörst uns jetzt gerade bei 103.7 unser Ding? Das glaube ich nicht. Da war ich zuerst und dann habe ich festgestellt, dass da irgendwas ganz anderes lief. Nee, im Saarland sind wir nicht zu empfangen. Das ist, und zwar ist es folgendes, im Saarland werde ich nicht übertragen, also nur meine Sendung nicht, aber wenn jetzt zum Beispiel am Donnerstag mich Holger Klein vertritt, dann läuft es im Saarland. Wahrscheinlich bin ich technisch nicht übertragbar ins Saarland. Ich glaube, wir sind einfach noch nicht so demokratisch. Ich denke, du machst ja manchmal ein bisschen übers Ziel hinaus und da haben die Saarländer sich gedacht, so, das müssen wir begrenzen. Ja, das ist, ich war ja übrigens, muss ich jetzt mal ganz kurz, ich war jetzt zum allerersten Mal in meinem Leben im Saarland am Wochenende, am Sonntag, da war ich und hab da irgendwie für SR2 hab ich Promotion gemacht für ein Produkt und da war ich zum ersten Mal im Saarland und hab dann da mal die Stadt und das Saarbrücken mal kennengelernt und mal so sich angefühlt wie, also mal gefühlt, wie so Saarland sich so anfühlt. Muss sagen, ich war jetzt eigentlich ehrlich gesagt
ja, jetzt ernüchtert fast. Ich hatte mir gedacht, dass es schlimmer sich anfühlt. Es war eher so, pff, ja. Ja, das kommt halt immer darauf an, mit welchen Erwartungen man dahin geht. Ne? Wenn man zum Beispiel denkt, okay, Hürth ist nur eine ganz normale Stadt an NRW und man stößt drauf und findet heraus, dass es total hässlich ist und dann geht man aber mit der gleichen Einstellung, dass es total hässlich sein muss nach in so einem Saarland, dann kann es natürlich sein, dass man dass man positiv überrascht wird. Ja, Saarland ist jetzt, aber ich habe jetzt nicht gedacht, dass Saarland hässlich ist. Ich habe gedacht, dass die Menschen im Saarland unglaublich dumme Menschen sind. Das habe ich jetzt aber gar nicht so empfunden. Also sie waren sehr einsilbig und so, aber als sehr dumm habe ich es jetzt nicht empfunden. Vielleicht waren das auch nur so, weißt du, wie wenn Willy Brandt früher in die DDR gereist ist, da haben die ja auch nicht die echten Leute auf die Straße gelassen, sondern da waren alles irgendwelche Stasi-Mitarbeiter, die so getan haben, als wären sie echte normale Leute, damit Willy Brandt denkt, dass alles in Ordnung ist. So. Ja, vielleicht war das komplett alles Fassade, so wie bei der Truman Show, also wo die ja alles dann nochmal eingerichtet haben und dann alles sein geplant natürlich für deinen Besuch. Ja, und wenn du da durchgehst, dann jeder Schauspieler dreht sich eigentlich nur im Kreis den ganzen Tag, das ist deren Job und dafür kriegen sie dann ihre 4,50 €. Genau. Und dann gehen sie da in ihre Saarland-WG zurück, wo dann irgendwie 5000 Betten in einem Gebäude stehen und genau dann die ganzen Schauspieler residieren. Und ja, nach 20 Jahren haben sie einen üppigen Verdienst und kehren dann nach Hause, ne, nach Ostdeutschland oder was sonst. Das kann ich mir wirklich gut vorstellen, dass das Saarland so funktioniert. Und ich habe dann in so einem Hotel gewohnt eine Nacht, wo ich auch gedacht habe, haben sie jetzt nur das Hotelschild dran geschraubt, das ist doch normalerweise kein Hotel, weil das war so, sah von außen so aus, wie so eine Geheimdienstzentrale mit so einem Waschbeton, so ein 70er-Jahre-Bau, unglaublich hässlich, muss man wirklich sagen, unglaublich hässlich. Und vielleicht habe ich da wirklich in der Höhle des Löwen geschlafen, beim saarländischen Geheimdienst SAIA. Gar nicht schlecht. Genau. Nicht du musst schlecht einfach versuchen, beim nächsten Mal etwas völlig Unerwartetes zu tun. Da, gar nicht in dein Zimmer zu gehen, das dir zugewiesen wurde, sondern einfach versuchen, irgendwelche Türen aufzureißen und da dann herauszufinden, ob das wirklich alles, ob da die Fassade aufhört. Ob das da einfach dann nichts ist, wo du die Tür aufmachst und du fällst raus, wenn du einen Schritt weiter gehst, weil da einfach so viel Geld hatten die dann doch nicht für dieses ganze, für diese ganze Fassade, für diese Raumwelt. Das Problem ist nur, es gibt, also ich frage mich, wann ich das nächste Mal im Saarland bin, wann ich das nächste Mal die Gelegenheit habe, dort zu sein. Das ist auch sehr schwer zu erreichen. Man kommt mit Autobahn, glaube ich, gar nicht hin. Es gibt gar keine Autobahn ins Saarland. Und auch Zugfahrt, also eine Zugfahrt von Köln ins Saarland dauert 4,5 Stunden. Man muss irgendwie über Mannheim fahren und da muss man in Mannheim ganz lange am Bahnhof warten, bis dann irgendwie so eine Dampflokomotive kommt mit so vergitterten Waggons, mit so vergitterten Fenstern. Weil man mit normalen Zügen gar nicht ins Saarland reinfahren kann anscheinend, aus irgendwelchen Gründen. Das ist auch eine andere Spurbreite. Ja, das stimmt, genau. Ja, die haben ja komplett alle, die haben ja auch anderes Bildformat im Fernsehen, das haben sie da quadratisch angelegt, weil die meinen, die wären besonders kreativ. Die haben NTSC und wir haben PAL. Genau. Und dann jedes Mal importiert da irgendjemand seine Kassetten rein und wundert sich dann, dass da nichts funktioniert. Die ganzen DVDs sind so alles für den Arsch. Man darf auch zum Beispiel kein Fleisch mitnehmen ins Saarland, weil das da irgendwelche Keime dann da... Es ist wirklich wie, wenn man nach Australien reist, aber mit dem Zug. So ungefähr ist es. So ungefähr ist es, ins Saarland zu fahren, wirklich. Ich hatte mal eine Freundin, die hatte Eltern tatsächlich und die wiederum kam aus dem Saarland. Ja. Und ich habe die natürlich nicht verstanden. Ne? Da kam immer so wie der Mobbelge an der Bobbelge und so. Ja, also hat Mobbelge, Mobbelge, Bobbelge, Bobbelge, Bobbelge. Hatte leicht einen hessischen Touch und die waren schon anders. Ne? Ich glaube, das war vielleicht wie Britta's Hund. Also vielleicht haben die gar nicht gemerkt, dass die anders waren. Vielleicht haben die nicht gemerkt, dass die, ich will nicht sagen behindert, aber das ist schon anders. Ne? So einfach. Ja, ich meine, die waren gut auf ihrem Gebiet bestimmt. So, also Saarland, Geografie vielleicht, kannten sich in der Fassade aus, aber das war es dann auch. Ne? Ja, schön, dass wir nochmal so heftig über Saarland hier so einen quasi rhetorischen Napalmteppich ausgebreitet haben. Ich denke, man sollte jede Gelegenheit beim Schopf greifen. Absolut. Und die Leute auch aufklären, dass die nicht mit falschen Erwartungen da hingehen, ne? Und dass sie da denken, die können einfach mit der Bahn mal kurz rüberfahren und ein paar DVDs kaufen und dann fahren sie nach Hause und werden enttäuscht, weil alles komplett anders ist. Das ist schon wichtig. Ich denke, das ist auch Aufklärungsarbeit, die du mit der Late Line leisten möchtest. Ne? Das ist völlig richtig und ich danke dir ganz recht herzlich, dass du da jetzt, lieber Adam, für mich nochmal so ein kleines Plädoyer gehalten hast aus deiner Puffwohnung im Frankfurter Bahnhofsviertel. Dann lass dich nicht abziehen unten, immer schön Butterfly-Messer in der Tasche haben und wir hören uns hoffentlich bald wieder, ne? Auf jeden Fall. So machen wir haben übrigens gar nicht über das Thema geredet, hast gemerkt, ne?
Ja, habe ich gemerkt. Ich aber auch. Das war eh alles nur Fassade. Falsche Angaben. Ja, genau. Das war Fassade. Da haben wir was gemeinsam. Bis bald. Tschüss, Adam. Bis bald. Mach's gut. Ciao. Tschüss. Job.